René, ich würde sagen, ihr habt euch hier heute sehr teuer verkauft. Gerade die erste Viertelstunde war großes Kino vom THSV Eisenach. Danach hat es so ein bisschen nachgelassen. Wenn du auf euer Restprogramm guckst in der Liga, wie zuversichtlich bist du denn, dass ihr die Klasse halten werdet? Also unser Punkt muss, wir versuchen zu kriegen zu Hause. Das ist nicht hier in Kiel. Wir versuchen, aber das ist der super Stimmung hier und du hast ein unglaublich gutes Heimspiel hier in Sparkassen Arena. So in unserer Werner-Aßmann-Halle, der ist da, wir müssen versuchen, unsere Punkte zu kriegen. Bei der Europameisterschaft, nominiert zum All-Star-Team, zweiter erfolgreichster Torschütze der EM. Du sagst, wenn irgendwas nicht stimmt, ne? THW-Spieler des Monats Januar, gewählt von unseren Fans und der erste THW-Spieler überhaupt, der ein Tor des Monats geworfen hat. Im Dezember ist es gewesen und wir schauen es uns hier nochmal an auf unserem Videowürfel. Dieser fantastische Abwehrcamper. Du willst den Ball eigentlich, so sieht es zumindest aus, einfach nur rauskriegen oder war das von vornherein als Torwurf gedacht, Goggi? Ja, war schon als Torwurf gedacht, aber das ist so, ich träume schon seit Jahren so ein Tor zu machen, aber es muss viel klappen, damit das so kommt. Meine Gedanke war schon, das Tor zu treffen, aber dass es auch so gekommen ist, ist lustig. Schön. Glaube ich. Mein Lieber, die EM steckt dir in den Knochen? Nein. Oder nicht? Nein. Alles gut? Ja, EM ist vorbei und jetzt geht's weiter und ist egal, was in den letzten Monat war, jetzt schauen wir einfach nach vorne und jetzt müssen wir zweimal dann in die Champions League und uns den Gruppensieg sichern und dann geht die Liga weiter und sind leider natürlich nicht im Pokal dabei, aber EM wird keine Ausrede für uns sein.